Heute um 20 Uhr kommt das Protokoll der letzten FED-Sitzung, also der FED-Sitzung 15. und 16. Dezember, kurz vor Weihnachten, als die FED bekannt gab, das Tapering schneller durchzuziehen, also mit den Anleihekäufen früher fertig zu werden, nämlich Ende März. Sehr hawkische Aussagen damals von Jerome Powell aus der Pressekonferenz, dennoch die Märkte damals nach oben gegangen, weil viele auf der falschen Seite positioniert waren. Eine Art Short-Squeeze, die stattfand. Am nächsten Tag ging es dann umso deutlicher wieder nach unten. Aber da hatte Jerome Powell eine Aussage gemacht, die aufhorchen ließ, und man hat dann über das Wall Street Journal und andere ein bisschen schon die Märkte darauf vorbereitet, dass es heute gehen wird auch um die Bilanzsumme der Fed, und die Bilanzsumme ist sehr wichtig. Warum, will ich Ihnen gleich zeigen. Jedenfalls sind die Märkte heute so ein bisschen, naja, mau unterwegs, mit bescheidenem Unterhaltungswert, könnte man sagen. Ähnliches Muster wie gestern, wir sehen leicht weiter steigende Renditen, wir sehen, dass die Tech-Werte wieder underperformen gegenüber den Value-Werten. Und wir wollen uns hier die Chance mal anschauen. Es passiert ja im Zusammenspiel zwischen der Fed und Medien nicht so wahnsinnig viel zufällig. Und so hat vorgestern das Wall Street Journal eben diesen Bericht hier gebracht, wo sie sagen, ja, die Fed-Offiziellen denken über verschiedene Optionen nach. Was kann man tun in Sachen Bilanzsumme? Man überlegt, wie man diese Bilanzsumme senken kann, wie man also praktisch damit auch diese Liquidität zurückführen kann, die auch eine der Ursachen der derzeitigen Inflation ist. Also da ist jetzt ein bisschen Druck auf dem Kessel. Das Protokoll dürfte dazu Aussagen enthalten. Und warum die Bilanzsumme der Fed so wichtig ist, das sehen wir hier, der Vergleich zwischen dem S&P 500 und eben der Bilanzsumme der Fed. Da kann man durchaus Ähnlichkeiten und zufällige Parallelen erkennen, wenn man will. Also das ist für die Märkte wichtig, denn es geht um Liquidität. Jetzt hat die Notenbank drei Optionen. Eine wäre gut für die Märkte, eine wäre so, naja, geht so, und eine wäre eine ziemliche Katastrophe für die Märkte. Gut für die Märkte wäre, wenn die Fed nur sagen würde, ja, pass auf, wir werden die auslaufenden Mortgage-Backed Securities, die wir gekauft haben, also diese hypothekenbesicherten Anleihen, die werden wir nicht reinvestieren, lassen diese Geschichte also auslaufen. Mit diesen Mortgage-Backed Securities, die die Fed gekauft hat, hat sie maßgeblich auch dazu beigetragen, dass die Hauspreise, die Immobilienpreise in den USA so massiv gestiegen sind. Also die Fed hat hier Feuer praktisch oder Benzin ins Feuer gegossen. Jetzt kommen wir zur zweiten Option, nicht praktisch nochmal across the board in Treasuries zu investieren. Treasuries sind längere laufenden oder sind die kürzer laufende Staatsanleihen. Also dass man hier versucht, sozusagen eben auch diese kürzer laufenden Staatsanleihen auslaufen zu lassen, ohne da wieder Neuinvestitionen zu tätigen. Das heißt, wenn die Laufzeit dieser Anleihe fertig ist, dann lässt man eben die ganze Geschichte ruhen und sorgt nicht für Ersatz dieser Anleihen. Und das extremste Szenario wäre eben, dass man aktiv jetzt aus dem Bestand solche Treasuries, also solche kurzlaufenden Staatsanleihen, verkauft. Das wäre sozusagen der GAU, das wäre die Atombombe, wenn man so will, die Drohung mit dem Worst-Case-Szenario. Ziemlich sicher wird die Fed auf jeden Fall diese erste Option ziehen. Zunächst mal also nicht diese sogenannten Mortgage-Backed Securities nochmal neu aufzulegen oder da diese auslaufenden Anleihen praktisch nochmal sich neu reinzulegen. Das dürfte auf jeden Fall passieren, zumal die Kritik eben groß ist, dass die Fed hier eben manches am Hausmarkt in den USA noch verschlimmert. Jetzt sehen wir insgesamt ja derzeit steigende Renditen. Liegt auch daran, dass die Amerikaner sich ja immer weiter verschulden. Jetzt kommen immer mehr Staatsanleihen auf den Markt, und auf der anderen Seite sehen wir, dass viele Firmen jetzt nochmal in Erwartung von Zinsanhebungen, also vor dem Ende der Liquiditätsparty, sagen, Mensch, wir bringen jetzt nochmal Anleihen auf den Markt, wir nehmen neue Schulden zu diesen günstigen Konditionen auf. Dementsprechend sehen wir, dass vor allem sehr gut bonitäre Anleihen massiv auf den Markt gebracht werden. Die Unternehmen wollen also dieses kurze Zeitfenster noch nutzen, um sich zu refinanzieren für die nächsten Jahre. Aber dadurch ist eben auch sehr viel Angebot im Markt. Deswegen steigen die Renditen. Und wir sehen nach wie vor hohen Inflationsdruck. Wir hatten heute Market PMI, also Einkaufsmanager-Index, der Dienstleister, hier mit dem höchsten Anstieg der Kosten, seit es diesen Index gibt, nämlich seit dem Jahr 2009. Da heißt es zum Beispiel Input Shortages, also
Materialmangel, Transportation Delays, Verzögerung also bei den Transporten, Upticks in Labor Costs, in praktisch den Löhnen, haben jetzt zu dem höchsten Anstieg der Inflation im Dezember geführt, und die Daten stammten aus dem Dezember, seit es diesen Index gibt. Also wir sehen, da ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, naja, zurückgegangen in Sachen Druck für die Unternehmen. Der Druck ist gerade auf eben die Kosten so stark, dass die Unternehmen nicht anders können werden, als diese Preise weiterzugeben. Wir haben schon seit Jahresbeginn bei vielen, vielen Unternehmen Preissteigerungen gesehen, und jetzt haben wir auf der anderen Seite dann heute die ADP-Arbeitsmarktdaten bekommen, so eine Art Vorausschau auf die Non-Farm Payrolls am Freitag, also die großen US-Arbeitsmarktdaten, und die ADP-Daten waren jedenfalls deutlich besser mit über 800.000 Stellen, da war Erwartung so 400.000, und dann sind gleich einige Banken hergegangen und haben gesagt, ja, wir werden unsere Prognose für die Arbeitsmarktdaten am Freitag erhöhen. Aber wie auch immer die ausfallen, entscheidend ist, dass wir strukturell einen Mangel an Arbeitskräften in den USA und auch hierzulande erleben werden. In den USA spielen da verschiedene Faktoren eine Rolle, etwa Demografie, das ist ein Faktor, dann weniger Immigration, das ist ein anderer Faktor, aber Demografie eben vor allem, weil schlichtweg, wie wir hier sehen, zum Beispiel jetzt im letzten Jahr so viele Babyboomer in Rente gegangen sind, das war praktisch der größte Anteil der sogenannten Workforce, der jemals, seit es diese Daten gibt, sich verabschiedet hat aus dem Arbeitsmarkt. Wir sehen also, dass Demografie langsam ein immer wichtigerer Faktor wird, weil diese Babyboomer, die also bis 1964 geboren sind, jetzt stückweise aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden und so sagt Bloomberg etwa in einem Artikel, dieser Arbeitskräftemangel, der wird für Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte jetzt bestehen bleiben, selbst wenn Corona vorbei sein sollte. Jetzt kommt noch dazu eben diese ganze Corona-Geschichte und diese Quarantinierungen. Jetzt schätzt etwa hier die Bank of America, dass bis zu 11 Millionen Personen praktisch oder bis zu 30 Millionen Amerikaner praktisch in Quarantäne sein könnten auf dem Hochpunkt. 30 Millionen, das ist eine Hausnummer. Das ist fast die Bevölkerung Polens, ja nicht ganz, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr große Zahl, eben weil die Infektionen so stark fortschreiten und die Leute dann nicht zur Arbeit erscheinen können. Und das könnte eben dann wiederum diesen Arbeitskräftemangel im kurzen Zeitfenster jetzt in den nächsten Monaten weiter verschärfen, mit dann eben der Reaktion der Unternehmen darauf, die versuchen dann durch attraktive Löhne praktisch die verbliebenen Arbeitnehmer anzuziehen. Und jetzt auch noch ein demografischer Faktor, das haben viele vielleicht gar nicht auf dem Zeiger, die USA sind im Jahr 21 so wenig gewachsen, was die Bevölkerung betrifft, wie seit 1937 nicht mehr. Nur 0,1% das Wachstum. Also wir sehen auch, die Amerikaner bekommen demografische Probleme, die wir ohnehin schon längst haben. Und all das eben, das stärkt jetzt die Rechte derjenigen und die Verhandlungsposition derjenigen, die Arbeitnehmer sind. Mir hat auf Xing jemand heute geschrieben, wie er derzeit die Situation erlebt. Er schreibt hier, ich bin aktuell auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung, habe da Kontakte zu verschiedenen Headhuntern, und die sagen, dass der Bewerbermarkt so dünn wie noch nie sei. Fachkräftemangel, Babyboomer gehen in Rente, Angst vor Probezeiten, neue Branchen wegen Corona. Er sagt hier, die aktuellen Gehälter, die derzeit aufrufbar sind, übersteigen meine kühnsten Vorstellungen. Meine Vor-Corona-Gehaltsvorstellungen, für die ich wechselbereit gewesen wäre, werden derzeit um 25% übertroffen. Und er sagt dann auch, wenn ich die Lohnpreisspirale anheize, werde ich ein passendes Angebot auf kurz oder lang annehmen. Also wir sehen, das ist ein Phänomen, das wir in der Praxis durchaus sehen, das wir in der Theorie sehen, das wir in den Daten sehen. Und das ist ein wirklich großer Trend, der da kommen wird. Kommen wir jetzt zu den Märkten, meine Damen und Herren. Gestern hat das Muster, je teurer eine Aktie an der Wall Street, umso schwächer die Performance. Dieses Muster setzt sich heute ein Stück weit fort. Die Nasdaq-Werte sind tendenziell schwächer als etwa die Value-Aktien. Und wir haben ja insgesamt jetzt wieder mal 5 Top-Aktien gehabt im letzten Jahr. Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet und Tesla, die alleine 8,8% des Anstiegs beim S&P 500 ausgemacht haben. Das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, dass diese 5 Aktien
praktisch wahnsinnig viel zu diesen Gewinnen beigetragen haben. Die Frage ist, kann das so bleiben oder sind die aufgrund ihrer extrem hohen Bewertungen, eine Apple ist ja so viel wert wie 30 andere Blue Chips in den USA zusammen, kann das so bleiben? Das ist die Frage. Zu Jahresbeginn sehen wir da schon einige, naja, Problemchen. Wir sehen, dass von 8 Mega-Cap-Tech-Aktien, also von 8 großen US-Tech-Aktien, nur noch sind 5 unterhalb ihres 50-Tages-Durchschnitts, sind also kurzfristig schon in einem Abwärtstrend, vor allem Netflix, auch eine Amazon nicht so stark. Eine Microsoft hat jetzt nach dem starken Jahr 2021 eher einen schwachen Jahresbeginn. Nur Tesla und Apple sind hier besonders noch im Aufwärtstrend, allerdings Tesla ja heute wieder leicht Minus, zumindest derzeit, gestern deutlicheres Minus, am Montag ja dieser Monster-Move nach oben, nach Vorlage der Produktionszahlen für 2021. Aber wenn wir uns mal Russell 2000 Value gegen Russell 2000 Growth anschauen, sehen wir, da ist Potenzial nach oben für Value. Wir sind da schon ganz, ganz unten in diesem Trendkanal auf dem tiefsten Stand seit der Dotcom-Blase. Wäre also historisch jetzt nicht so wahnsinnig auffällig, wenn eben jetzt mal Value ein bisschen aufholen würde. Und wir sehen das nach wie vor trotz hoher Inflation, trotz so hoher Inputkosten, nach wie vor sehr, sehr hohe Gewinnschätzungen auch für das Jahr 2022 der Fall sind. Und wahrscheinlich werden wir dann erleben, dass die Unternehmen ihre Gewinnschätzungen senken, beziehungsweise die Analysten werden dann die Gewinnschätzung für die Unternehmen massiv nach unten nehmen. Dann melden die Unternehmen und sind über den massiv gesenkten Schätzungen der Analysten und dann rufen alle wieder: Hurra, war ja viel besser als erwartet, wir müssen kaufen. Also das alte Spiel, lege die Latte so niedrig, dass selbst jemand, der überhaupt praktisch keine Sprungkraft hat, über diese Latte kommt. Das wird sich dann wahrscheinlich wiederholen. Kommen wir abschließend nochmal nach Deutschland. Hier ein Artikel in der Welt, der zeigt, dass alles mit allem zusammenhängt. Tropenholz für deutsche Windräder, die absurden Folgen der deutschen Energiewende, Windkraftanlagen, Biosprit, Elektromobilität. Wir versuchen ja CO2-neutral zu werden. Allerdings passiert das vielerlei auf Kosten anderer, etwa Elektromobilität. Das, was da an Giften entsteht für den Bau oder die Bestandteile für Batterien, die da praktisch abgebaut werden, vorwiegend in Afrika zum Beispiel, das sind hochtoxische Dinge. Die Probleme haben also die andere, wir haben dann das super gute Gewissen. Entscheidend ist aber immer die Gesamtbilanz nach meiner Auffassung. Was ist die CO2-Gesamtbilanz? Was ist der Schaden, der in anderen Ländern entsteht? Das muss man eigentlich mit reinrechnen. Wir können uns natürlich wunderbar grün sauber rechnen, aber das ist eben ein Riesenproblem. Und hier gerade Windkraft ist ja die inzwischen mit Abstand wichtigste Energiequelle für Deutschland. Da ist es so, dass eben das dazu führt, dass das sogenannte Balsaholz, das sehr leicht und widerstandsfähig ist, sehr gut biegsam ist, dass in diesen immer länger werdenden Windturbinen eingesetzt wird, oder die Rotorblätter, die immer länger werden bei Windkraftanlagen, das wird massiv abgebaut und verursacht dann eben Umweltschäden woanders. Sollte man vielleicht einfach mal erwähnen, nichts gegen Windkraft, aber es ist eben die Gesamtbilanz, die hier entscheidet. Und wir sehen hier einen Bericht heute im Handelsblatt, der sagt, erste Unternehmen kapitulieren vor hohen Gas- und Strompreisen, weil sich die Produktion schlichtweg derzeit kaum mehr lohnt angesichts dieser Strompreise. Die Gaspreise sind ja dann zum Jahresende, wie auch die Strompreise, deutlich zurückgekommen, aber jetzt die Gaspreise in den letzten 2 Tagen wieder mit deutlichen Anstiegen. Abschließend noch ein Hinweis. Eine wunderbare Vision ist ja die sogenannte MMT, die Modern Monetary Theory, die sagt, Freibier für alle, der Staat kann ja unendlich Geld drucken, solange keine Inflation steht, ist ja alles gut, gell? Das sind diese wunderbaren Menschen, die immer mit einer Theorie meinen, dass sie die Lösung für alle Probleme haben. Das ist bei Bitcoin so, Bitcoin fixes it all. So heißt der Einsatz der Bitcoin-Fanatiker, die sagen, also Bitcoin löst alle Probleme. Und so gibt es eben auch bei der MMT, Modern Monetary Theory, deren Vertreter sagen, also damit würden wir alle Probleme lösen. Ich vermute sogar, dass MMT kommen wird, weil es gar nicht mehr anders geht, um irgendwie dieses System noch weiter zu drehen. Aber es ist zum Scheitern verurteilt. Es ist
eine völlig, eigentlich völlig absurde Voodoo-Ökonomie, die da betrieben wird, und dazu ein Artikel mit einem Video eines Ökonomen, der genau diese Voodoo-Ökonomie vertritt. Wäre interessant, sich das mal anzuschauen, denn wie gesagt, ich erwarte, dass das kommt als einzig gangbarer Weg noch, der vergleichsweise wenig Schmerzen verursacht, aber dann erstmal diese Wohlstandsillusion aufrecht erhält, bis sie nicht mehr aufrecht zu erhalten ist, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. 20 Uhr das FOMC-Protokoll. Schauen Sie da mal rein bei Finanzmarktwelt, ob da die FED sich wie äußerte, eben zur Bilanzsumme. Das könnte ein Trigger für die Kursbewegungen in den nächsten Tagen werden. Jetzt sage ich Servus und Ciao.